begrüße ich euch recht herzlich zu unserer Löwenrunde vorm Heimspiel morgen gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Und bevor wir zu euren Fragen kommen, darf ich heute eine stellen. Stefan Lex hat gerade auf unseren hauseigenen Kanälen sein Karriereende zum Sommer bekannt gegeben. Du als Cheftrainer weißt das natürlich schon ein bisschen länger. Was war dein Gedanke, als du es erfahren hast? Ja, schade. Ich glaube, der Lex hätte sicher noch ein Jahr mitmachen können. Aber ist klar, das ist nur der Spieler, der das entscheiden kann. Ich habe ihn versucht, nicht zu überreden, zu weitermachen, sondern habe ihm nur mitgeteilt, dass es, wenn es nach Bier ginge, ich es positiv fände, dass er noch ein Jahr ansetzt und die nächste Saison noch mit uns bestreitet. Aber noch einmal, das ist eine Entscheidung, die nur er, der Spieler, treffen kann und soll. Und daher habe ich dann nicht mehr zu viel auf ihn eingeredet. Kommen wir zu den positiven Erlebnissen. Du hast gestern deinen Vertrag bei 60 München verlängert. Vielleicht möchtest du uns da gleich ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Ja, natürlich glücklich, dass ich da weiter arbeiten darf bei 1860 München. Ist klar, dass ich versuchen werde, dafür alles zu tun, dass das Vertrauen, was in mich gesteckt wurde, mit Leistung und natürlich Resultaten zurückzuzahlen. Das ist ganz klar. Und klar, es gilt jetzt mal, diese Saison so gut wie möglich abzuschneiden. Da werde ich als Trainer alles in die Wege leiten, dass die Spieler die gleiche Mentalität auf den Platz bringen, die ich tagtäglich auf den Platz bringe, um wirklich diese Saison nicht einfach so fahren zu lassen, sondern uns wirklich von der besten Seite zu präsentieren, um eben diese Saison so gut wie möglich noch einmal abzuschneiden. Dann kommen wir zu euren Fragen. Wer möchte heute beginnen? Matthias Eicher, danach Uli Kellner. Ja, Herr Jakubacci, seit gestern darf man eben gratulieren zur Vertragsverlängerung. Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr umreißen, was Sie denn vorhaben mit den Löwen? Sie wissen ja inzwischen auch, vieles dreht sich um den Aufstieg, aber was wäre denn für Sie ein Erfolg, wenn man über die nächste Saison sprechen kann? Noch einmal über die nächste Saison zu philosophieren, bringt natürlich nicht viel im Moment, ganz klar, weil das Augenmerk noch auf diese Saison hingerichtet ist, mit dem Spielerkader, der jetzt im Moment noch aktuell ist. Es wird sicher Veränderungen geben im Kader und entscheidend wird natürlich sein, was werden wir auf die Beine stellen können, um eben diese nächste Saison so gut wie möglich abzuschneiden. Das ist eigentlich ein Ziel, was wichtig ist. Wir wissen, wie wichtig auch die Transfers sind. Man darf einfach keinen Transfer tätigen, der dann nicht die Früchte bringt, die man sich erhofft. Also ich hoffe, wir werden das glückliche Händchen haben mit allen Transfers, was nicht eine einfache Aufgabe ist. Und wir werden sehen, was dann am Ende herausspringt. Aber das Ziel ist ganz klar, die nächste Saison so gut wie nur möglich vorzubereiten, um gewappnet zu sein, damit man eine Mannschaft in die Saison starten lässt, die effektiv vorne mitmischen darf und mitmischen kann. Das ist sicher ein Ziel. Dann gehen wir weiter zu Uli Kellner, wenn ihr ihm kurz das Mikro nach hinten reichen würdet. Danke. Hallo Jakubacci. Hallo, danke. Auch von mir Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Ich nehme an, dass es sich jetzt doch ein bisschen länger hingezogen hat. Hängt auch damit zusammen, dass Sie schon wissen wollten, was ist nächste Saison möglich. Jetzt haben wir gerade gehört, Stefan Lex beendet seine Karriere.
Wie viel aus der aktuellen Stammmannschaft von Ihnen werden denn nächste Saison noch auf dem Platz stehen bei 60? Und was konnten Sie aushandeln über die Zahl und die Qualität der Neuzugänge? Also ist im Moment noch ziemlich vage, ziemlich schwierig, klare Antworten auf dies zu geben, weil wir haben schon über meine Personalie ausführlich gesprochen und haben versucht, dann auch eine Einigung zu finden, die dann auch jetzt da ist, und das war sehr, sehr wichtig, dass wir uns da gefunden haben. Wie ihr wisst alle, was es alles braucht, um dann schlussendlich eine gemeinsame Antwort zu bekommen. Die eine ist natürlich mit dem Günther zuerst mal die Verhandlungen zu führen. Das haben wir getan, und dann ist es einfach in die Gremien gegangen, und das braucht einfach seine Zeit. Und was der Kader anbelangt, ist es einfach so, es hat viele Verträge, die auslaufen. Es hat aber auch viele Verträge, die da sind und die man im Moment noch respektieren muss, ganz klar. Aber wir werden auch schauen, dass wir die richtigen Schlüsse aus dieser Saison ziehen können, um dann auch die richtigen Transfer tätigen zu können. Aber da braucht es natürlich noch ein paar Tage, wenn nicht Wochen, um gezielter dann auf dies hinzuarbeiten. Oliver Griss. Herr Jakubacci, kann man auch Transfers leisten, wo das Budget ein bisschen weiter unten ist und die dann auch 60 weiterbringen? Ja, ich werde klar versuchen, meine Ideen einzubringen, mein Statement abzugeben, und dann ist es auch Sache von Günther dann zu sehen, ob gewisse Transfers möglich sein können. Ja. Aber ich sage auch, dass man sich auch mit einem Budget muss man auch akzeptieren, was das Budget ist, was das Budget anbelangt, und mit dem Budget dann versuchen, das Bestmögliche zu machen. Ich glaube schon, es ist wichtig, ein wichtiges Budget zu haben. Aber am Schluss geht es wirklich darum, mit diesem Budget dann das Optimalste heranzubeamen. Und es gibt genügend Spieler, die sicher dann auch die Lust und die Freude haben, bei 1860 München zu kommen. Und das Ziel ist ja, Spieler hierher zu bekommen, die wirklich die Lust und die Begierde haben, für den Verein, für den Club dann auch zu spielen. Das ist ein wichtiges Ziel. Sie haben ja aber auch Mitbewerber in der dritten Liga, die vielleicht aus der zweiten Liga runterkommen, die potenziell auch Ansprüche wieder nach oben haben, in die zweite Liga zurückzukehren. Warum ist dieser Spieler XY zum Beispiel? Warum soll sich der für 60 entscheiden, aus Ihrer Sicht? Noch einmal, weil es für mich ein sexy Verein ist. Man redet über diesen Verein, über diesen Club. Wir haben ein fantastisches Publikum, das begeisterungsfähig ist, das keine großen Ansprüche hat an das Team eigentlich. Sie erwartet, dass man arbeitet und dass man versucht, auch mitzuspielen, aber dass man alles reinhängt, um den Erfolg zu suchen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass wenn ein Spieler hierher kommt, auch weiß, wohin er kommt. Es ist nicht irgendein Verein, es ist wirklich ein wichtiger Verein. Und man redet über diesen Verein tagtäglich. Und das sagt ja auch vieles. Man interessiert sich einfach für diesen Verein. Und das ist schon etwas sehr Wertvolles. Thomas Spiessel.
Herr Jakobacci, erstmal Glückwunsch auch von uns zur Vertragsverlängerung. Sie haben sich ja letztes Mal beklagt, dass keine Fragen zum Gegner kommen. Jetzt sind wir wieder da, jetzt gibt es wieder Fragen zum Gegner. Ich möchte noch kurz eingehen aufs Hinspiel. 0-1 ja verloren in Bayreuth. Sie waren noch nicht im Amt. Haben Sie sich das Spiel angeschaut und spielt es im Hinblick auf die Partie morgen eine Rolle bei den Spielern im Hinterkopf? Gibt es da einen Revanche-Gedanken? Oder hat man da ganz sachlich die Fehler analysiert und geht dann ganz normal in die Partie? Ja, ich habe mir das Spiel sicher angeschaut. Sicher eine unglückliche Niederlage. Aber ich glaube auch, dass es lange her ist. Es sind ganz andere Voraussetzungen jetzt wieder. Ich meine, man hat auch ein Freundschaftsspiel hier gehabt gegen Bayreuth und hat das auch verloren, wo sie ganz anders aufgetreten sind als in der Vorrunde. Ganz klar, dass es ist ein schwieriger Gegner. Er ist ein Gegner, der jetzt versucht, doch mitzuspielen, der vorne drei Offensivkräfte hat, die doch Fußball spielen können und das Tor auch wissen, wo es steht. Ich glaube, der Nollenberger, der hat 9 Tore erzielt, der Ziereis hat 8 Tore erzielt. Also sind die zwei Stürmer, die da sicher wissen, wo das Tor steht. Und es gilt an uns, diese so zu verteidigen, dass sie einfach weg vom Tor spielen. Aber man weiß auch, dass sie in der Umschaltphase sehr gefährlich sein können im Konterspiel. Sie suchen die Tiefe. Da wird es sicher sehr wichtig sein für uns, keine Gegenstöße zu erhalten. Auch wenn wir natürlich versuchen werden, den Gegner unter Druck zu setzen, ihn hoch anzupressen. Aber das heißt auch, dass man im Rücken der Verteidigung halt eben doch Räume zulässt. Und die gilt es natürlich dann zu verteidigen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sie sprechen schon an, Bayreuth wird wahrscheinlich ein relativ defensiv eingestellter Gegner sein. Vielleicht. Vielleicht. das heißt geduldig sein. Ist die Mannschaft mental dafür bereit, dann auch zu warten und geduldig abzuwarten, nicht zu wild nach vorne zu rennen oder zu wild anzurennen und dadurch auch Lücken preiszugeben? Oder ist da noch Arbeit für Sie zu tun vor dem morgigen Spiel, dass dann auch solche eben Kontersituationen, Gegenstöße vermieden werden können? Nein, wir werden sicher versuchen, den Gegner schon so zu bespielen, dass wir ihn zu Fehler zwingen. Das ist so. Wir werden nicht auf Abwarten spielen. Wir werden versuchen, den Gegner schon, wenn möglich, hoch anzugreifen. Aber natürlich, der Gegner wird auch etwas dagegen haben. Sie werden auch, ich glaube nicht, dass sie auch auf Abwarten spielen. Man hat es in verschiedenen Spielen auch gesehen, dass sie hoch angegriffen haben. Gegen Dynamo Dresden haben 2-1 gewonnen. Und da haben sie ziemlich hoch angegriffen mit 3 Offensivkräften, die auf der Verteidigung gewirkt haben und noch einmal, die Umschaltmomente sind natürlich schon sehr, sehr wichtig, ob es offensiv-defensiv oder defensiv-offensiv ist, unsererseits. Wir müssen einfach eine gewisse Restverteidigung haben, auch wenn wir offensiv agieren. Geduldig werden wir auch sein müssen, denn sie verteidigen doch mit Minimum immer 7 Spielern hinter dem Ball, also heißt es auch da, uns Räume zu schaffen durch gute Ballstaffetten und sie zu fehlen zwingen in ihrem Positionsspiel. Da braucht es natürlich auch zum Teil Geduld. Aber für mich wird sehr, sehr wichtig sein, die Qualität der Pässe, dass wir da weniger flüchtig sein werden als noch im letzten Spiel gegen Wehen. Matthias Eicher. Ja, Sie haben den Markus Ziereis schon angesprochen. Es gibt noch 4, 5 andere Spieler, die auch schon mal bei den Löwen gespielt haben. Eben. Ist es als Trainer dann eine undankbare Aufgabe, gegen eine Mannschaft zu spielen mit so einer kleinen 60er-Filiale, weil die doch ja bestimmt sehr top motiviert sein werden gegen den alten Verein? Ja, aber ich glaube, auch wir müssen motiviert sein, so wie der Gegner. Ich glaube, hier geht es um ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen, zu Hause, bei unserem Publikum. Und die Motivation sollte genug groß sein, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, es geht ja auch um Punkteprämien. Ich glaube, die Spieler haben auch eine Punkteprämie. Und es geht ja auch in Anführungszeichen um Geld. Also Siege sind immer wichtig für jeden Spieler. Und ganz klar, das Ziel ist, das Spiel
gewinnen zu wollen und alles dafür zu tun. Und für das trainieren wir noch tagtäglich. Herr Jakobacci, nachdem Stefan Lex jetzt bekannt gegeben hat, dass er von Bord gehen wird, heißt das auch im Umkehrschluss, dass Sie jetzt andere Spieler zum Einsatz bringen werden oder sagen Sie, ich will immer mit der besten Elf spielen? Ja, ich werde schon versuchen, noch mit der besten Elf zu spielen, weil mein Ziel und auch das Ziel des Teams muss sein, die Spiele, die noch bleiben, zu gewinnen. Aber der eine oder andere Spieler will sicher auch eine Möglichkeit bekommen, sich noch auch in Szene zu setzen. Das wird sicher auch der Fall sein. Aber ich werde sicher jetzt nicht zu weit nach vorne denken. Ich werde wirklich, wie ich es vorher gesagt habe, schon in der Vergangenheit gesagt habe, Spiel für Spiel schauen. Und das werde ich auch der Mannschaft immer wieder auf den Weg geben. Noch einmal, wir haben noch sehr schöne, geile Spiele vor uns. Es erwartet uns ein Spiel gegen Saarbrücken, es erwartet uns ein Spiel gegen Freiburg, gegen Rot-Weiß Essen, gegen Waldhof Mannheim. Also das sind schon schöne und interessante Spiele, wo man sich immer noch messen kann gegen diesen Gegner. Und das sind nicht 0815 Gegner. Und ich glaube auch, dass auch die Stadien, wo wir dann auch spielen, auch sicher ziemlich voll sein werden. Und das ist das Schönste für einen Spieler. Nochmal, Oliver. Werden Sie denn sich jetzt eine Wohnung suchen in München? Nachdem jetzt klar ist, dass Sie weiterbleiben bei 60? Ich werde diese Zeit noch nutzen, um meiner Arbeit so gut wie möglich nachzugehen. Im Sommer, klar, werden wir auch noch ein Trainingslager haben, werden sehr viel auf dem Trainingsgelände sein, werden sehr viele Trainings auch bestreiten und viele Freundschaftsspiele haben. Aber ich glaube dann, wenn die erste Phase der nächsten Meisterschaft begonnen hat und zu Ende geht, dann werde ich sicher schauen, wie ich dann da zurechtkomme, um dann auch ein wenig mehr Privatsphäre zu haben. Aber das Ziel ist im Moment wirklich, mich voll und ganz auf das hier 1860 zu konzentrieren. Was sind Sie denn für ein Trainertyp in Sachen Scouting? Werden Sie selber wohin fahren, sich Spieler anschauen oder werden Sie sich nur auf diese digitalen Medien bzw. ja, Videos verlassen, um einen Spieler zu scouten? Ja, ist nicht immer einfach. Ist klar, wenn es Spieler gibt, die sehr, sehr interessant sind in dem Sinne und man auch und auch machbar sind unsererseits, dann, wenn die Möglichkeit besteht, dann werde ich wahrscheinlich dann schon vielleicht den Weg machen, ihn auch persönlich zu sehen, auch zu sprechen und zu beobachten. Aber heute, klar, mit der digitalen Welt ist es natürlich schon einfacher geworden. Man kann schon vieles über diesen Kanal auch herausfinden und man kann sich dann auch erkundigen bei anderen Personen über den Typ Mensch, den er ist, weil das ist für mich auch etwas sehr Wichtiges, dass die Charaktere, Persönlichkeiten auch hier auch reinpassen. Dann Matthias Eicher hat sich zwischendurch gemeldet. Ja genau, ich wollte noch wissen, nach Ihrer Vertragsverlängerung, es gab ja auch Spieler, die seitdem Sie hier sind, besonders gut funktioniert haben, zum Beispiel Joseph Boyamba oder Marius Wörl. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass auch die noch länger bei 60 spielen werden? Ja, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Tagen, ich hoffe nicht Wochen, dass wir da gewisse Dinge auch ansprechen können intern, um dann wirklich den Schritt zu machen, diese Spiele dann, die für uns in Zukunft interessant sind, weiter zu verpflichten, das ist ganz klar. Wie gut passen denn Schweizer Fußballer zu 60? Ich glaube schon, dass die Schweizer Mentalität gut hierhin passt. Es hat ja viele Schweizer Spiele gehabt, die auch in Deutschland gespielt haben, auf sehr hohem Niveau. Meine Chapuisat ein Beispiel. Aber es hat natürlich auch ganz andere, Jakins waren auch da.
Ja, ich glaube schon, dass Spieler hier nach Deutschland auch passen würden, von der Mentalität her. Sie haben eine sehr gute Schulung auch fußballerisch gehabt und haben auch noch da gute Schulung. Und ich glaube, auch vom Taktischen her sehr gut auch geschult sind. Und vom Niveau, physischen, technischen Niveau, hat es auch sehr, sehr gute Spieler in der Schweiz. Ja, was ich damit sagen will, suchen Sie auch in der Schweiz nach Spielern. Sie kennen den Markt natürlich. Schauen Sie sich da auch da um. Ja, ich werde sicher da das ein oder andere mir anschauen, wo Bedarf ist. Aber jetzt werde ich das mit unserem Geschäftsführer Sport, mit Günther natürlich minutiös angehen und gemeinsam dann die Lösung, die richtigen Lösungen für hier zu finden. Weil noch einmal, jeder getätigte Transfer ist enorm wichtig. Man darf einfach keinen Fehler machen, weil jeder Fehler kann tragend sein dann, belastend.